So, jetzt haben wir 10:30 Uhr, jetzt machen wir den offiziellen Start. Also wunderschönen guten Morgen, liebe Meisterinnen und Meister. Dein bewusstes Erleben ist jetzt. Heute haben wir wieder die besondere Freude, Kurt Tepperwein live bei uns dabei zu haben in unserer Akademiesitzung. Guten Morgen, lieber Kurt, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen allerseits. Ja, ihr kennt das ja schon, wir machen eine Fragerunde nach dem Motto Erwachendes Bewusstsein im Alltag und schauen dann noch, welche Fragen ihr noch haben könntet. Die Fragen bitte in einem Satz formulieren, dass wir uns da auch, also unsere Aufmerksamkeit genau auf diese Frage lenken. Fangen wir doch ruhig direkt an. Wir machen das ja hier mit Handzeichen. Hier habe ich hier die Fasane als erstes. Morgen. Guten Morgen, Herr Tepperwein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Eine Frage: Gibt es überhaupt Hölle und Himmel nach dem Tod? Vielen Dank. Bitte Übersetzung, was gibt es? Gibt es überhaupt Hölle und Himmel nach dem Tod? War die Frage. Das ist Teil des christlichen Glaubens und das muss jeder für sich entscheiden. Das gibt es nicht in dem Sinne, sondern was es gibt, ist, jeder erlebt das, was er erwartet. Wie in der Bibel steht, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Also wenn Sie erwarten, hinterher in die Hölle zu kommen, dann werden Sie so was Ähnliches erleben, aber das ist dann Ihre Kreation. Und wenn Sie in den Himmel kommen, dann werden Sie das auch erleben. Das ist auch Ihre Kreation. Das heißt also, Sie entscheiden, wo Sie hingehören. Wunderbar, vielen Dank, Hassane. Ich glaube, das war schon damit erledigt, deine Frage. Idris, du bist zu sehen. Guten Morgen. Man hört dich aber nicht, Idris. Du musst noch Ja. anmachen. Jetzt. Guten Morgen, Herr Tepperwein, guten Morgen, Sami und alle anderen. Woran erkenne ich zuverlässig, dass ich bereit bin, Vater zu sein in dieser Inkarnation? Wer fragt das? Das Ich oder das Bewusstsein? Es fragt das Ich, ja? Bewusstsein weiß es. Also der einfachste Weg wäre, jetzt nicht rumzuraten. Der Verstand kann das nicht beantworten. Das Ich kann das nicht zuverlässig beantworten, weil es ja nicht seine Lebensabsicht erkennt und seinen Seelenplan und so weiter. Also würde ich vorschlagen, den Schritt zu tun, über den Beobachter zu Bewusstsein zu kommen und in die Wahrnehmung und dann einfach seine Wahrnehmung darauf richten, bin ich bereit, Vater zu sein? Aber das ist noch eine egoistische Frage. Das betrifft noch das Ich. Ist meine Partnerin bereit? Ist die Welt bereit? Und noch viel wichtiger, ist diese neue Seele bereit, die da zu uns kommen könnte? Also würde ich die Frage umfassender stellen, sind wir bereit für diese Aufgabe. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich sehe hier die Cornelia vorne. Cornelia Est. Kannst du dein Mikrofon anmachen? Ja, ist es schon. Dann, also erstmal vielen Dank, dass ich fragen darf. Ich arbeite im Altersheim und möchte gerne wissen, wie kann ich mit dementen Menschen kommunizieren in ihrer Verzweiflung und Aggression und so weiter. Indem sie aufhören, mit den demenzen Menschen zu kommunizieren, sondern indem sie das Bewusstsein des anderen ansprechen. Denn das Bewusstsein ist ja nicht Demenz. Das Bewusstsein versteht sie und es antwortet immer der, den sie ansprechen. Also wenn sie einen demenzen Menschen ansprechen, dann versucht der im Rahmen seiner Möglichkeiten zu antworten, was er oft nicht kann, aber sein Bewusstsein versteht und hört sie. Und wenn sie das meinen, dann kann das auch antworten. Ich habe es Ja. versucht. Aber da haben wir doch wieder das Thema. Du kannst ja nur den ansprechen. Also wenn du bei dir selbst angekommen bist, selbst zu Bewusstsein gekommen bist, dann geht das ja erst. Weil ich kann ja, wenn ich selbst der Mensch bin, kann ich ja auch nur den Menschen ansprechen, dem anderen. Ja, ich habe es versucht, aber ich habe denn das Gefühl, der Verstand funktioniert ja nicht mehr. Und das Bewusstsein, ich schaffe es irgendwie nicht vorzudringen. Die Verzweiflung ist dann immer noch da. Wenn Sie wirklich bei Bewusstsein sind und nicht als
Pflegerin versuchen, einem Kranken zu helfen, sondern von Bewusstsein zu kommunizieren, werden Sie sehen, dass es geht. Aber der andere kann dann ja immer noch nicht mit Worten antworten, aber über sein Bewusstsein. Und Sie haben auf einmal die innere Gewissheit seiner Antwort. Und so können Sie nonverbal kommunizieren. Danke, ich versuche es weiter. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Tobias R. Ja, hallo. Kurt, ich möchte mich bei dir von ganzem Herzen für alles bedanken. Das war's. Dann darf ich mich für den Dank bedanken. Das war sehr freundlich, sehr liebevoll. Hat es auch eine Frage? Nein, es gibt keine Fragen. Das ist wunderbar. Das ist eigentlich der Zustand, den wir alle erreichen wollen. Denn sobald Sie bei Bewusstsein sind, gibt es keine Fragen mehr. Wenn jemand eine Frage hat, zeigt das, dass er eben im Verstand und im Ich ist. Und der Verstand ist neugierig, der will alles Mögliche wissen. Aber Bewusstsein weiß das ja. Also sollten wir in der Hauptsache versuchen, zu Bewusstsein zu kommen und dann nochmal auf unsere Frage zu schauen. Und dann stellen wir meistens fest, ja, die Frage hat sich erledigt. Aber gut, solange noch eine da ist, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Wunderbar. Die Regine sehe ich hier. Ja, hallo. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich in der Gedankenstille meine Aufmerksamkeit richte auf meinen Körper, um ihn in sein Ideal zu verwandeln, ist dann die Aufmerksamkeit das Draufschauen, beziehungsweise ist das gleichzeitig die Fragestellung? Und was ist das Ideal meines Körpers? Also erstens einmal, schauen Sie einfach auf den Körper absichtslos. Nicht, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ideal meines Körpers aussieht. Es könnte ja sein, dass der gesünder wird oder jünger oder aktiver. Nein, absichtslos, sonst funktioniert es nicht. Wenn ich eine Absicht reingebe, verwirklicht sich die Absicht. Also ich richte meine Aufmerksamkeit absichtslos auf meinen Körper und erlebe ja dann, wie er sich entwickelt. Und wenn ich das lange genug getan habe, kann mindestens ein paar Minuten sein, kann eine Viertelstunde sein, im Bewusstsein, wenn Sie bei Bewusstsein sind und sonst nützt es ja nichts, als ich auf den Körper schauen, bringt gar nichts. Also als Bewusstsein wissen Sie, jetzt hat es sich erfüllt, jetzt ist es genug, meistens so 10 Minuten, Viertelstunde. Und viele haben so viel Geduld gar nicht und dann bewirkt es natürlich noch wenig. Also dann, wenn Sie fertig sind, dann können Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, was ist denn der Idealzustand meines Körpers? Und dann nehmen Sie wahr, in welchen Bereichen sich das verbessert. Und der Idealzustand Ihres Körpers aber ist der, der dem Ihrem wahren Lichtkörper entspricht. Denn machen Sie sich bewusst, Ihr physischer Körper ist ja nur Ihr Erdenkleid. Das haben Sie erst hier bekommen. Sie haben ja auch einen wahren Körper, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet und mit dem Sie hergekommen sind und in dem Sie auch jetzt ständig leben. Also der Idealzustand ist, dass Ihr physischer Körper Ihrem wahren Lichtkörper entspricht und diese beiden Körper zu einem Körper werden. Okay, vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Sonja, du bist zu sehen. Hoffentlich haben wir nur eine. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte Sie heute bitten, etwas zum Thema Nachtblindheit zu sagen, vor allem beim Autofahren. So das Blenden von den Scheinwerfern der entgegenkommenden Autos und das Fahren auf regennasser Fahrbahn verhindern meinen Augen die Sicht und führen zu Orientierungslosigkeit. Okay, welche Brille tragen Sie? Wenn Sie eine orangefarbene Nachtsichtbrille tragen, ist es praktisch weg. Ganz einfach zu lösen.
Das habe ich aber schon versucht und das funktioniert auch nicht. Das mildert das ein wenig, aber es hilft noch nicht wirklich. Dann liegt es an ihren Augen eben, die diesen Bereich nicht so optimal abdecken können. Mhm. Dann gibt es aber da auch Nahrungsergänzungen, die speziell für die Augen wirken. Und es gibt Augentraining. Sie könnten sich mal ein Augentrainingsbuch kaufen und speziell Nachtsichttraining machen. Ah ja, danke schön. Herzlichen Dank. Gerne. Wunderbar, vielen Dank. Peter, dich sehe ich hier. Ja, jetzt habe ich heute kein Bild. Der Laptop lässt die Kamera nicht zu. Aber man hört dich laut und deutlich. Sehr schön. Das ist auch in Ordnung. Sehr schön. Eine Frage habe ich nicht. Ich möchte mich auch bedanken. Das ist natürlich sehr, sehr lieb. Dafür bedanke ich mich natürlich besonders. Ja, Moment. Darf ich? Doch noch eine Frage. Es war nicht nur dieses Danke. Ja, dann sprich weiter. Okay. Ein Jahr ist es nun her, da sah ich diesen Mann, diese Form hatte er gewählt vor langer Zeit, dessen Wege ihn brachten zur Erkenntnis, zum Erinnern, was er in Wirklichkeit immer war. Machte dies und machte jenes, probierte das und auch mal anders, gab dann seine Lehren weiter, doch nie mit diesem Finger. Du darfst nur das, das nicht, denn das ist falsch. Nein, er war viel weiser. Ein echter Meister, denn nur dieser weiß, dass jeder Weg ist anders. Dass niemand besser oder schlechter, dass wir alle sind, die Götter, die nach denen wir einst riefen. Nur die wahren Werkzeuge waren nötig, um zu gehen diesen Weg, der dich erkennen lässt, was wirklich wichtig ist, wer du wirklich bist in diesem unseren Spiel des Lebens hier auf Erden. Dass wir viel mehr als das, was wir im Spiegel sehen und glauben es zu sein, dass wir viel mehr als das, was uns dies Ding in unserem Kopf namens Verstand erzählt, dass wir in Wirklichkeit haben einen Grund, warum wir sind hier. All das und noch vieles mehr gibt er uns an die Hand, in unser Herz, denn diese seine Worte dringen tief in uns hinein, formen sich dort plötzlich zur Erkenntnis von ganz allein, dass dies könnte wirklich sein, was er dort spricht. Denn du kannst sie fühlen, wie sie dich berühren, wie du spürst diese Veränderung in dir, im Jetzt, in diesem Augenblick. Ich sage danke, danke mit jeder Faser dieses Körpers. Ich sage danke aus der Tiefe meines Herzens, aus der Tiefe meiner Seele. Ich sage danke aus dem ich bin, genau wie du, ein ungetrennter Teil des einen Ganzen, das wir alle sind, dass du mir gezeigt die letzten Schritte, die ich braucht, um zu erfahren, wer ich bin. Danke, lieber Kurt Tepperwein, für dein Sein, für dein Wirken, für die Lehren, die mich erinnern ließen an Zuhaus. Denn du bist ich und ich bin du. Ich liebe dich, denn ich liebe mich. Danke fürs Erinnern. Also danke, das war das ausführlichste Danke, was ich je bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Lieber Peter, dann nehmen wir jetzt doch mal den Christian K. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja, ich frage mich, also ganz viele wollen schnell in diese dauerhafte Wahrnehmung kommen und schaffen es nicht schnell, inklusive mir selbst. Und ich frage mich, warum? Ich frage mich, ob nicht vielleicht doch eine gewisse Reife oder eine gewisse Erfahrung vorher noch notwendig ist. Zum Beispiel diese Erfahrung, dass das wirklich alles möglich ist, dass das Manifestieren funktioniert, dass das Ego alles bekommen kann, was es bekommen möchte. Ist das nicht zwingend notwendig, um das dann loszulassen und dann in diese endgültige Wahrnehmung zu kommen? Wie war das bei Ihnen? Also solange das Ego da ist und Wünsche hat, können Sie alles andere vergessen. Da sind Sie im Traum. Das Ego kann nicht manifestieren. Das Ego kann nur geringfügig die Realität verändern durch Tun.
Also der wichtigste Schritt ist eben, in die Wahrnehmung zu kommen, weil das braucht Bewusstsein und dann erst sind sie der, der sie wirklich sind. Bis dahin träumen sie nur vom Leben und leben noch gar nicht wirklich. Also vollziehen Sie erst einmal den Schritt über den Beobachter zur Wahrnehmung und dann erübrigen sich all diese Fragen. Manifestieren, brauche ich Vorbereitung, dann brauche ich gar nichts mehr, dann nehme ich ja wahr, was zu tun ist und dann tue ich das, was zu tun ist. Super, danke für die Antwort. Ja, vielen Dank. Die Anna sehe ich hier, Anna B. Kannst du dein Mikrofon anmachen? Ich fordere es einmal an, aber es scheint noch nicht zu klappen. Ja, doch jetzt. Ja, schönen guten Morgen. Also auch an dir und Kurt Tepperwein einen herzlichen Dank für die Hilfe auf den Weg zur Meisterschaft. Aber ich habe tatsächlich auch eine Frage, nicht nur einen Dank. Und zwar gibt es ja die heilige Geometrie. Und die Frage ist, ob man die nutzen kann, um im ständigen Bewusstsein seiner zu bleiben. Also wie nutze ich die heilige Geometrie? Gut, also deine Frage, Anna, war die heilige Geometrie, ob man die nutzen kann zum Erwachen. Willst du noch mal in einem Satz sagen, was es beinhaltet für die Leute, die das jetzt gar nicht kennen? Ja, es gibt zum Beispiel die Blume des Lebens oder den Würfel des Metatron. Und ja, also in der Wahrnehmung zu verbleiben, also jeden Augenblick in der Wahrnehmung zu verbleiben, das finde ich eine so große Herausforderung, dass ich mich frage, ob man die heilige Geometrie einsetzen könnte für sich selbst oder auch um, ja, für die Umwelt, für viele einsetzen kann, um in die Wahrnehmung zu verbleiben. Das Hindernis ist, dass Sie das als große Herausforderung sehen. Sehen Sie es als große Herausforderung, mit den Augen zu sehen? Nein, wenn Sie die Augen aufmachen, sehen Sie. Da brauchen Sie keine heilige Geometrie. Sie brauchen keine Meditation, keine lange Vorbereitung. Das ist keine Herausforderung. Sie schauen sich einmal um und sehen. Und genauso einfach ist die Wahrnehmung. Bewusstsein nimmt ohnehin ständig wahr. Sie müssen nur Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Aber natürlich sollten Sie erst bei Bewusstsein sein. Aber wo ist die Schwierigkeit? Indem Sie über den Beobachter in die Wahrnehmung kommen, sind Sie ja in der Wahrnehmung. Da brauchen Sie keine Hilfsmittel dafür. Das ist ein einziger Schritt. Könnten Sie gleich jetzt hier vollziehen und dann ist es geschehen. Okay. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Jule sehe ich hier. Jule, K. Hallo. Ja. Mir beantworten sich tatsächlich alle Fragen meistens von selber, aber eine Frage habe ich, die sich irgendwie nicht beantworten lässt. Und zwar presse ich im Rausch der Emotionen oft die Zähne zusammen und daher habe ich dazu die Frage, woher kommt der Drang, wenn ich so sehr in Liebe zu Menschen oder Tiere bin, dass ich die Zähne zusammenbeiße? Ja, woher kommt das? Also warum machen Sie das dann? Richten Sie doch mal Ihre Wahrnehmung auf sich und schauen Sie mal, wann beißt man die Zähne zusammen, wenn man etwas für schwierig hält, wenn man sich anstrengen muss, wenn es eine Herausforderung ist, beißt man die Zähne zusammen, sonst gibt es ja keinen Grund. Also was ist da die Herausforderung, die Schwierigkeit, dass Sie meinen, Sie müssten die Zähne zusammenbeißen, um es zu schaffen? Wenn Sie es einfach tun, besser noch geschehen lassen, gibt es keinen Grund mehr, die Zähne zusammenzubeißen. Dann können Sie einfach wahrnehmen, wie es durch Sie geschieht. Ich tue zum Beispiel überhaupt nichts mehr bewusst, sondern ich bin der Beobachter und nehme wahr, was das eine Sein durch mich handelt, durch mich verwirklicht. Also
das eine Sein hat ja keine anderen Hände als unsere und ich gebe ihm also meine Hände und das handelt. Damit bin ich nicht mehr der Handelnde, damit entsteht kein Karma mehr. Das hat viele positive Nebenwirkungen und natürlich gibt es nie einen Grund, die Zähne zusammenzubeißen, weil da keine Anstrengung damit verbunden ist, sondern es ist ein Geschehen lassen. Also hier würde ich sagen, die Antwort ist loslassen, die Anspannung loslassen und es leicht geschehen lassen. Ja, danke schön. Ja, wundervoll, vielen Dank. Und den Philipp D. sehe ich hier. Hallo. Hallo, lieber Kurt. Ich wollte auch von Herzen Danke sagen für alles. Man hört mich, ja? Ja, ja. Ich bin recht neu hier, also es ist wirklich meine erste Konferenz mit euch. Aber danke schön für die ganzen Videos und Hörbücher. Wahnsinn, was das in einem bewirkt. Ich habe eine Frage jetzt um einfach alle Fragen rundum zu beantworten. Du sprichst ja immer vom Beobachter. Kann es sein, zum Beispiel wenn Menschen so eine Nahtoderfahrung haben, ja, dass sie ja sagen, ich habe mich von oben gesehen, von der Seite, sowas. Ne? Kann es sein, dass es dieser Beobachter ist, der oder dass es dieses Wesen ist, was dich auch beobachtet? Also bei einer Nahtoderlebnis oder auch nur, wenn man aus seinem Körper rausgeht, manchmal bei einer Operation, manchmal in einer Meditation, kann man auch absichtlich machen, dann geht das Bewusstsein aus dem Körper raus und nimmt den Körper eben von außen wahr. Wenn ich eine Astralreise mache, dann muss ich auch erst aus dem Körper raus, schwebe kurz an der Decke und schaue runter auf meinen Körper, der da liegt. Also der Beobachter ist nicht der Körper, sondern der Beobachter ist das Bewusstsein. Und das Bewusstsein ist nicht an den Körper gebunden. Das kann also den Körper verlassen und kann dann den Körper von außen beobachten. Dankeschön. Also es erklärt sich damit praktisch, dass es auch nicht nur in Gedankenkonstrukt ist. Es stimmt alles, was du sagst, also auch von der Physik, von der Metaphysik. Also es gibt auf alles die Antworten. Danke hierfür, für die Vollkommenheit. Ja. Dankeschön. Okay. Ja. Jetzt habe ich hier die Birgit. Birgit F. Birgit, dein Mikrofon ist noch aus. Ich habe es mal angefordert. Muss das Mikrofonsymbol drücken, links unten. Okay. Ja, jetzt, ja, jetzt hat es geklappt. Guten Morgen, lieber Kurt und alle zusammen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die ganzen Videos und alles, was ich schon sehen und erleben durfte. Und meine Frage ist die, in meinem normalen Leben ziehe ich keinen Narzissten mehr an, aber in meiner Familie, meine nächsten Familienmitglieder, nehme ich als Narzissten wahr. Wie gehe ich damit um? Muss ich rausgehen aus dieser Situation oder soll ich meine Energie so erhöhen oder oder mich selber so in einen Zustand bringen, dass die von selber gehen? Nein, nicht versuchen, die anderen zu ändern, sondern wenn der andere ein Narzisst ist oder die anderen, dann ist das ihr derzeitiger Zustand, das heißt also ihr Entwicklungszustand. Also um die Frage zu beantworten, wie gehe ich damit um? Verständnisvoll und liebevoll. Ganz einfach. Und nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern ich habe Verständnis, dass das sein Grad des Erwachens ist, den er eben erreicht hat. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder Zustand ist völlig in Ordnung. Wenn ich verständnisvoll und liebevoll bin, dann gibt es ja kein Problem. Dann kann der andere sein, wie er will. Okay. Wenn ich mich selber dadurch ausgenutzt oder benutzt fühle, dann ist mit mir noch was nicht richtig. Ganz genau. Das heißt also, wenn ich mich ausgenutzt fühle, dann mache ich etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Ja, warum sollte ich das tun? Das tue ich nicht. Okay. Ich kann etwas von mir verlangen. Und ich kann Nein sagen. Ja? Mhm. Oder ich kann sagen, das stimmt so für mich nicht. Ganz liebevoll. Ja. Ja. So.
Und dann kann ich, man kann einen anderen nicht ausnutzen, wenn der andere nicht zustimmt. Nutzen Sie mich doch mal gerade ganz schamlos aus. Dann werden Sie merken, dass das nicht geht. Ja. So sind Sie auch nicht auszunutzen. Wenn Sie aber zustimmen und das machen, wieder besseres Wissen und Wollen, okay, dann fühlen Sie sich dabei nicht gut. Und das sollte natürlich nicht mehr vorkommen, sondern Sie sollten das tun, was für Sie stimmt. Gut, danke schön. Das ist manchmal schwierig, wenn es die eigene nächste Familie ist, was diese Grenzen zu setzen. Ja, wenn dann die geballte Unmut dann gegen einen aufgebaut wird, wenn man Nein sagt. Na und? Da müssen Sie wieder was mit dieser Unmut machen. Das ist doch die Unmut des anderen. Sie haben damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Der andere, das Ich des anderen will etwas Bestimmtes, dass sie was tun und sie tun es jetzt nicht und da ist er nicht begeistert. Das ist ja verständlich. Also, aber Sie sagen einfach liebevoll, tut mir leid, aber das stimmt so für mich nicht. Ja? Ja. Ich muss mein Leben erfüllen. Also ich tue gerne jemand einen Gefallen, auch dir natürlich, aber das stimmt so für mich jetzt nicht. Oh ja, herzlichen Dank für die Antwort. Ja, wunderbar, vielen Dank. Diese Stelle streichen wir uns rot an im Video, weil die Frage kommt tatsächlich sehr oft, auch in Foren. Danke, lieber Kurt. Die Michaela W. sehe ich jetzt hier. Ja, einen wundervollen guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar, wie haben Sie es wahrgenommen, von der einen Inkarnation in eine weitere Inkarnation im gleichen Körper zu inkarnieren? Wenn Sie online sind, kriegen Sie ja Informationen ständig von dem einen Sein und das eine Sein hat gefragt, ob ich das will. Es hat nicht einfach beschlossen, entschieden, dass da noch eine Inkarnation kommt, sondern diese Inkarnation wäre mit 56 erfüllt gewesen und ich hätte dann den Körper verlassen und wäre in eine nächste gegangen. Und ich habe mir diese nächste auch durch eine Vorausführung, die ich mit mir gemacht habe, angeschaut, habe gesehen, wo ich geboren werden würde, wann, als was und so weiter, wie dann mein Leben aussieht, wie lange es dauert und so weiter. Und dann hat das eine Sein gesagt, aber dein Körper ist in Ordnung. Du brauchst da nicht extra geboren werden, wieder zur Schule gehen, heranwachsen, also den ganzen Anlauf machen, sondern du kannst gleich in die Aufgabe gehen mit einem funktionierenden, vertrauten Körper, wenn du einverstanden bist. Und natürlich war ich einverstanden und dann wäre das eben bis 82 gegangen, diese zweite Inkarnation. Aber inzwischen ist ja schon eine dritte. Super, Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Uli und Resi sehe ich hier auf dem Sofa. Na, so ist es. Grüß Gott. Werden die spirituellen Meister und Meisterinnen wie in einer spirituellen Ökumene aufeinander verweisen, hinweisen, damit es nicht verschiedene Lehren in Anführungsstriche gäbe? Das halt ein bisschen, das kannst du mir sicher. Ja, also du hast gefragt, ob die spirituellen Meister und Lehrer, also wenn sie quasi aufgestiegen sind, meinst du wahrscheinlich, ob die da aufeinander verweisen, damit es keine unterschiedlichen Lehren gibt, war die Frage. Ja. Meister haben keine Lehren und deswegen gibt es auch keine unterschiedlichen Lehren, sondern alle schöpfen aus der gleichen Quelle und nehmen die gleiche Wirklichkeit wahr. Und da gibt es keinen Widerspruch. Die brauchen sich nicht absprechen, abstimmen, sondern alle schauen auf das Gleiche und nehmen die gleiche Wahrheit und Wirklichkeit wahr. Danke. Wunderbar. Vielen Dank. Die Gabriele am iPhone. Ja, hallo. Hallo. Hallo, hört man mich? Man hört dich, ja. Ja, super. Ja, liebe Grüße an alle und hallo, liebe Kurt. Meine Frage wäre, was bedeutet, wenn eine Gebärmutter vergrößert ist?
das ist nur individuell zu beantworten. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vorbereitung auf Zwillinge, Drillinge. Ja, oder ein Zustand aus einer vergangenen Situation. Also da müsste man jetzt hinschauen und wahrnehmen, was ist in dieser individuellen Situation so? Wird das noch gebraucht oder ist das noch ein Zustand von früher? Ist doch ganz einfach, zu Bewusstsein kommen, wahrnehmen und hinschauen und die Frage ins Bewusstsein nehmen, warum ist eine Gebärmutter vergrößert? Und das wäre wieder zu allgemein. Ich muss dann schon fragen, welche Gebärmutter, also meine oder von wem auch immer, warum ist diese Gebärmutter vergrößert? Ja, und da nehme ich ja wahr, warum sie vergrößert ist. Ob das eben noch eine Nachwirkung von etwas ist oder eine Vorbereitung auf etwas. Dankeschön. Ja, wunderbar. Nicole S. Guten Morgen, Kurt, Sami und alle anderen. Und zwar, die Frage ist, kommt zwar noch aus dem Ich, aber dennoch ist sie wichtig für mich. Ich würde gern wissen, ob die Börse das ideale Mittel ist, um finanzielle Mittel zu generieren. Und ja, ich frage mich halt, wieso ich mich da hingezogen fühle. Ist es jetzt Gier oder ist es Minderwertigkeitsgefühle oder ist einfach nur Neugierde? Also irgendwie, ja, was? Ich würde es interessieren, was du da empfiehlst. Es gibt ja viele Mittel und Wege. Also wenn sich diese Frage so stellt, dann ist die Antwort immer nein. Die Börse ist nicht der richtige Weg, sondern sie ist sehr gefährlich ohne entsprechende Kenntnisse. Das braucht sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Oder aber, wie in meinem Fall, ich hatte noch nie etwas mit Börse zu tun, kam die Wahrnehmung eines Tages, eine bestimmte Aktie zu kaufen. Und dann habe ich die gekauft und habe damit innerhalb von 4 Monaten über 1 Million gemacht. Und dann hat sich das erfüllt. Aber das muss man dann eben entscheiden. Kann ich das über die Wahrnehmung machen? Bin ich so gut? Jedenfalls als Börsenneuling an die Börse zu gehen, da kann ich nur abraten. Okay, danke schön. Ja, vielen Dank. Beatrice? Ja, guten Morgen aus der Schweiz. Schön, dass ich eine Frage stellen darf, lieber Kurt. Mich interessiert, wie kann man Süchte auflösen? Also das muss man ja vermutlich mit dem Verstand. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Sami, bitte nochmal. Ja, also die Frage war, wie kann man Süchte auflösen, ob man das nur mit dem Verstand kann? Also der Verstand kann es schon mal nicht. Das kann ich vergessen. Sondern ich muss dann sehen, was steht denn hinter, was ist die Ursache einer Sucht? Ich kann eine Sucht nicht auflösen, weil eine Sucht ist ja eine Wirkung. Ich muss die Ursache erkennen und auflösen, dann verschwindet die Sucht ganz von selbst. Also Sucht ist immer Suche nach etwas, ja, ein Ersatz für etwas. Also warum habe ich diese Sucht? Den Grund wahrnehmen, die Ursache erkennen und beseitigen und dann löst sich die Sucht in sich auf. Okay, gut, klingt einfach. Ist danke, schönen Tag. Wunderbar, vielen Dank. Die Kerstin sehe ich hier. Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe die Frage, was bedeutet es, wenn ich ständig das Gefühl habe, dass mein Kopf wie in Watte eingepackt ist? Ja, ich würde sagen, erster Eindruck, Mangeldurchblutung. Niedriger Blutdruck, schwaches Selbstbewusstsein. Und ich muss also mehr zu Bewusstsein kommen, mehr ich selbst sein. Und dann kann ich meine Wahrnehmung darauf richten, dass eben der Kopf besser durchblutet wird, dass ich mehr dass ich von Bewusstsein erfüllt bin und dann verschwindet dieses Gefühl ganz von selbst. Das Gefühl ist ja ein Zeichen, dass da ein Mangel besteht. Und diesen Mangel muss ich erkennen,
wahrnehmen und beseitigen und dann ist es vorbei. Okay, Dankeschön. Ja, wunderbar, vielen Dank. Britta hatten wir gerade, ne? Ja, Alexandra? Britta hatten wir noch nicht. Ne, Britta hatten wir noch nicht. Danke dir, genau, die Britta, einmal. Hallo, lieber Herr Tepperwein. Wenn ich Energie von Mutter Erde hole und Energie über das Scheitelchakra, empfange ich immer in Höhe von meinem Herzen eine Energie, ähnlich wie so ein Stromschlag. Meine Frage, ist das menschliche Spielerei? Nochmal, habe ich richtig verstanden? Wenn Sie über Ihr Fußsohlen die Erdenergie in sich aufnehmen und wenn Sie über Ihr weit geöffnetes Scheitelchakra universelle Lebenskraft in sich aufnehmen, dann verbinden sich diese beiden Kräfte im Herzen. Mhm. Wenn Sie da aber diese Erfahrung machen, die Sie gerade geschildert haben, dann ist etwas in Ihrer Gefühlswelt. Das hat mit dieser Energie nichts zu tun. Die Energie macht das dann nur bewusst. Dann sollte ich meine Wahrnehmung darauf richten, was es ist, was die Ursache ist. Da wartet eine Aufgabe auf Sie, eine emotionale Aufgabe. Diese emotionale Energie sollte aufgelöst werden, damit diese beiden Energien sich ungehindert in Ihrem Herzensraum verbinden können. Mhm. Da kann mir der Sami bestimmt weiterhelfen, hoffe ich. Da können wir nochmal hinschauen. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann nehmen wir jetzt die Alexandra C. Hallo ihr Lieben, schönen Sonntag an alle. Lieber Kurt, ich habe eine Frage zum Thema Wasser. Nicht immer hat man die Möglichkeit, an gutes Wasser ranzukommen, beziehungsweise wenn es nur Leitungswasser ist, dann segne ich das und nehme wohl wahr, dass es für mich gut ist. Was hat das jetzt spezifisch zum Beispiel mit dem holistischen Wasser zu tun? Ist das etwas Sinnvolles oder ist das vom Menschen erfundenes Prinzip, um durch einen Wasserwirbel gutes Wasser herzustellen? Also Wasser ist ein Informationsträger. Es bringt eine gewisse Information mit. Also könnte ich einmal schauen, welche Information hat denn mein Leitungswasser? Schauen heißt wahrnehmen immer. Ja? Also nehme ich wahr, ist mein Leitungswasser gut? Hier unser Leitungswasser ist hervorragend, also ich trinke nur Leitungswasser, aber natürlich segne ich das und ich gebe ihm auch mit, was der Segen bewirken soll. Also Gesundheit steigern, Wohlbefinden, Vitalität, Jugendlichkeit, Kraft und so weiter. Und diese Eigenschaften verbinde ich mit dem Segnen und wir sollten nicht nur das Wasser segnen, sondern wenn wir schon darüber sprechen, am besten alles, was ich in den Mund stecke, alles, was ich esse, trinke, auch meinen Atem segne ich. Ich kann zum Beispiel sogar, was ich mache, nur noch Licht atmen. Einfach indem Sie Ihre Wahrnehmung darauf richten, dass Sie Licht atmen, dann werden Sie mit jedem Atemzug immer lichtvoller. Und wenn Sie so Ihr Wasser segnen, brauchen Sie also, um Ihre Frage zu beantworten, kein spezielles Wasser, was andere mit einer Information aufgeladen haben, sondern Sie laden Ihr Wasser selber mit der gewünschten Energie auf, die Sie jeweils haben wollen. Vielen Dank, so nehme ich das eigentlich auch wahr. Nur lebe ich in Berlin und das Wasser ist, sage ich mal, so lala, aber durch die Segnung habe ich da auch ein sehr gutes Gefühl zusätzlich. Aber danke für die Antwort. Wunderbar, dann grüßen Sie meine Heimatstadt Berlin. Ich bin auch ein Berliner. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich habe hier ein Mikrofon an von dem Willi. Willi, weißt du nicht, wie man die Hand hebt? Oder dann nehmen wir dich einmal zwischendurch. Oder ist es ein Versehen? Na, das war ein Versehen dann. Das ist ein Versehen, weil du es auch wieder angemacht hast. Gut, dann mache ich es aus. Dann haben wir noch die Saar, ich sag's mal nicht ganz. Nehmen wir dich mal. Guten Morgen. Ja. Ich habe eine Frage und zwar, wie löse ich am besten Selbstzweifel auf? Also das Selbst hat keine Zweifel, das ist ein falsches Wort, sondern das ist das Ich.
Und das Ich hat allen Grund, an sich zu zweifeln. Es ist nicht allmächtig, es ist nicht allwissend. Es weiß, dass es nicht allen Aufgaben und Anforderungen gewachsen ist. Also, um die Frage zu beantworten, wie hebe ich diese, selbst bleiben wir bei dem Wort, Selbstzweifel auf, indem ich nicht mehr mich mit dem Ich identifiziere, das an sich zweifelt, sondern erkenne, das bin ich ja überhaupt nicht. Das ist nur eine Vorstellung, eine Illusion. Ich bin der, der sich irgendwann zu Hause entschieden hat, hierher zu kommen, um die Schule des Lebens zu besuchen. Ich bin nur vorübergehend zu Gast hier. Das ist so, wie wenn ich sonntags mal in den Zoo gehe, dann werde ich ja auch nicht zum Affen, sondern ich bin der Besucher, der da hingegangen ist und der eine Weile im Zoo bleibt und am Ende dann wieder nach Hause geht. Aber ich bin der, der ich vorher war, ich bin der Besucher im Zoo und wenn ich nach Hause gehe, bin ich immer noch der, der ich die ganze Zeit war. Also Selbstzweifel ist, wenn ich glaube, ein Mensch zu sein mit all seinen Unzulänglichkeiten und der begrenzten Erfahrung des Verstandes und der führt mein Leben, das sollte ich mir nicht mehr antun, sondern ich sollte erkennen, wer ich wirklich bin, wahrnehmen, wer ich bin, leben als der, der ich bin, also ständig als Beobachter, als erwachtes Bewusstsein und dann gibt es keine Selbstzweifel mehr. Danke. Wunderbar, vielen Dank. Eigentlich müsste man das erstmal wirken lassen. So machen wir das immer in unseren Sitzungen mit deinen Worten. Die Kerstin habe ich hier, Kerstin T. Ja. Ja, guten Morgen an alle. Guten Morgen, Kurt. Ja, meine Frage ist, ich habe häufig Verdauungsprobleme. Gerade im Darm ist einiges immer wieder in Unordnung und ich glaube, dass es was mit Loslassen zu tun hat, aber ich weiß es nicht ganz genau, was da ist. Das halt wieder sehr. Ja, also es ging um Verdauungsprobleme. Es ist immer in Unordnung im Darm und sie glaubt, es hat etwas mit Loslassen zu tun, ob das sein kann. Das kann sein, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass es mit was Verarbeiten zu tun hat, Eindrücke, Umgang mit Umständen und so weiter, also Verarbeitung von Eindrücken. Aber da gibt es so vielfältige Möglichkeiten, das ist nur einfach zu klären über die Wahrnehmung. Warum also so kompliziert und eine Frage stellen, warum nicht über den Beobachter in die Wahrnehmung gehen und schauen, was ist denn in meinem speziellen Fall jetzt der Grund für meine Darmprobleme und gleichzeitig auch noch hinschauen, und was ist die Lösung, was ist die Aufgabe, was ist zu tun und dann tun, was zu tun ist und dann verschwindet das. Gut, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Alessia? Einen wunderschönen guten Morgen, Kurt und alle zusammen. Meine Neugier hat eine Frage. Und zwar sagen Sie die Worte, ich liebe dich? Und wenn ja, dann wie oft? Also für mich sind das Worte, die ich ganz, ganz selten verwende. Liebe muss man nicht sagen, sondern tun. Leben, sein. Und das spürt der andere, sodass es dieser Worte nicht mehr bedarf. Liebe ist also etwas, was der andere permanent erlebt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann helfen auch die Worte nicht. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jennifer E. So, ich hoffe, ich bin zu hören. Man hört dich, ja. Ja, schön. Einen guten Morgen aus der Heimatstadt Berlin. Hi. Ich bin ganz erstaunt, dass ich mich traue, eine Frage zu stellen, aber sie ist mir gerade gekommen. Ich bin Mutter eines 17-jährigen Sohnes, der nicht mehr so empfänglich ist für Erziehungsmaßnahmen oder Erziehung. Und ich sehe, dass er
entschieden hat, schon seit ein paar Jahren viel mit Marihuana auszuprobieren und aus meiner Sicht ein Weg, wo ich mir Sorgen mache um ihn und gleichzeitig nehme ich wahr, dass ich ihn auch lassen möchte. Inwieweit ist es jetzt meine Verantwortung als Mutter eines minderjährigen Kindes, da einzugreifen oder folge ich eigentlich oder mache ich ja schon der Wahrnehmung, ihn in dem zu lassen? Das ist so der Konflikt Gesetz und Wahrnehmung bei mir. Ich danke Ihnen. Also ich würde sagen, nicht gibt es die beiden Extreme, nicht zu entlassen oder eingreifen, sondern einfach ihm nur das Gefühl geben oder auch ruhig sagen, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber du bist groß genug, um dein Leben zu leben. Also ich lasse dich los irgendwann. Ich habe dich abgenabelt, aber ich bin immer deine Mutter und ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Und dann liegt es in seiner Entscheidung, das zu tun, was für ihn jeweils stimmt. Danke, fühlt sich sehr stimmig an. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank. Ich sehe die Doris hier noch. Doris, schauen wir mal, ob wir dein Mikrofon anbekommen. Ja, jetzt. Ne? Ja, genau. Ja. Hallo, schönen guten Morgen an alle. Danke, lieber Kurt, für dein Sein. Und im Laufe dieser Sitzung ist mir eine Erkenntnis, eine Frage, eine Erkenntnis eigentlich gekommen, durch verschiedene Fragen, die gestellt wurden und deine Antworten. Ist es nicht so, wenn wir jetzt alle zu Bewusstsein kommen, wir sind ja alle, jeder einzelne von uns ist Bewusstsein, sind wir denn nicht alle zusammen ein Bewusstsein? Wenn das die Frage war, dann war das die perfekte Antwort. Ja. Es gibt nur das eine Sein, den Ursprung, die Quelle, das Allerhöchste, die Religion nennen es Gott. Das ist die einzige Wirklichkeit. Alles andere ist Illusion. Ja, ja, genau. Das heißt also, wir sind alle, sagen wir es mal mit einem Bild, was wir vielleicht begreifen können, wir sind alle einzelne, individualisierte Wellen auf dem Ozean des einen Seins. Aber jede Welle ist ja ständig verbunden mit dem Ozean. Sie geht ja nicht in der Trennung, dann wäre sie ja keine Welle mehr. Und deswegen, obwohl die alle unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Größe haben und Laufzeit und Richtung, sind wir alle der gleiche Ozean. Wenn wir nach Hause zurückkehren, gehen wir wieder in das eine Sein, aber wir bleiben auch in diesem Bewusstsein der Individualität, der Erfahrung. Wir könnten also sagen, wir sind alle bewusste Tropfen im Ozean des einen Seins. Ja, ganz genau. Und wir sind ja auch dann über den Tod hinaus, wenn ich also die Erfahrung mache hier, dann sind wir ja auch verbunden. Darum gibt es auch so Nahtoderfahrungen oder man weiß auch einfach Dinge oder man spürt ja auch die Liebe der Verstorbenen immer noch. Wir sind ja eigentlich ewig verbunden. Also es gibt keine Verstorbenen. Nein, aber Bewusstseine dann. Ja. Wir leben zu Hause, wir leben während der Schulzeit und wenn wir am Ende der Schulzeit die Schuluniform Erdenkleid ausziehen und nach Hause gehen, leben wir natürlich immer noch. Wir sind ewiges Sein. Ja, genau, da sind wir verbunden. Und dieses Zuhause-Sein, das bin ich ja immer, ob ich jetzt hier bin oder da bin, auch jetzt in diesem Moment oder wo auch immer ich bin, in meinem Herzen. Ne? Dieses, das ist ja, also für mich ist das Liebe, so dieses bewusste Sein. Liebe ist unser wahres Wesen. Ja. Liebe ist das Wesen des einen Seins, also unser aller wahres. Ja. Danke. Schön. Die Hedwig Discher hat die Hand noch. Achso, Entschuldigung, jetzt war mein Mikrofon aus. Ja, genau, die Hedwig sehe ich, ganz genau. Ja. Ja. Hallo, lieber Herr Tepperwein. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir sehr geholfen und dafür bin ich einfach von Herzen dankbar. Jetzt habe ich aber auch noch eine Frage. Ich habe Ihr Kamingespräch gesehen mit Nada am 21.09. war das.
Und da geht es um diese linearen Zeitachsen. Und da wollte ich jetzt wissen, ja, was kann ich mir darunter vorstellen und wie kommt man dahin? Also vorstellen kann man sich das gar nicht. Das Vorstellung wäre im Verstand. Der hat keine Erfahrung davon. Der kann da fantasieren, kann sich irgendetwas vorstellen. Aber Zeitlinien, wir haben vorhin darüber gesprochen, meine verschiedenen Inkarnationen. Jede Inkarnation ist eine Zeitlinie für sich. Die hatte einen Anfang, eine Dauer und ein Ende. Aber gleichzeitig konnte ich in diesem Körper eine andere Zeitlinie anhängen, anschließen und dann begann die zweite Inkarnation. Das heißt also, das sind unterschiedliche Erfahrungen. Normalerweise macht man im Leben nur eine Erfahrung, eine Zeitlinie, erlebt das Gleiche. Aber im Moment sind zum Beispiel eine ganze Reihe Zeitreisende aus unserer Zukunft hier auf der Erde, die hier eine bestimmte Aufgabe haben, nämlich dafür zu sorgen, dass ihre Zukunft, also unsere Zukunft, in ihrer Zukunft stimmt, in ihrer Gegenwart stimmt, muss ich ja sagen. Und die sind gerade hierher, die sind dann in einer anderen Zeitlinie. Die sind eigentlich zu Hause im 28. Jahrhundert, aber die beherrschen die Zeitreise inzwischen und können in unsere Zeitlinie hier eintreten, wo sie nicht hingehören. Und sie greifen auch nicht ein, sie versuchen nur, die Weichen so zu stellen, damit ihre Gegenwart, also unsere Zukunft, stimmt. Also sollten wir damit einverstanden sein. Also, um Ihre Frage zu beantworten, es gibt mehrere Zeitlinien, unzählige Zeitlinien nebeneinander. Und solange Sie aber die Frage stellen, wie komme ich dahin, heißt die Antwort überhaupt nicht. Denn sobald Sie die Fähigkeit haben, dahin zu kommen, sprich, sobald der Grad Ihres Erwachens so weit ist, dass Sie die Zeitlinien erkennen können, können Sie sie auch wechseln und dann wissen Sie auch, was zu tun ist. Und solange das nicht der Fall ist, ist das nur Fantasie, kommen Sie da überhaupt nicht hin. Okay, danke schön. Ja, vielen lieben Dank. Ich sehe hier noch den Markus. Schauen, schaffen wir das mit dem Mikrofon, Markus? Ich fordere das mal an. Einfach dann so, ja, jetzt. Hallo, jetzt hat es geklappt. Sehr ja. Gut. Hallo, lieber Herr Teppwein. Hallo, alle zusammen, ihr Lieben. Ich hätte eine Frage und zwar hatte ich einen sehr langen Loslassprozess, einen seelischen Prozess, jetzt über ein halbes Jahr eigentlich fast. Und jetzt seit einer Woche oder sowas habe ich jetzt eine richtig dicke Erkältung bekommen. Und ich wollte jetzt einfach wissen, ob das er da irgendwie was mit zu tun hat oder vielleicht irgendwie ein Abschluss dessen ist. Genau, ob da irgendwie eine Verbindung vielleicht da sein könnte. Das halt wieder so. Dass ja. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe ja das Glück, am Ohr das zu haben. Also es war ein Loslassprozess da bei dem Markus und jetzt hat er als Abschluss eine Erkältung, ob das wohl damit zusammenhängen könnte. Also wenn ich wahrnehme, jetzt hinschaue, dann hat es damit zu tun. Es ist gerade ein Reinigungsprozess. Da wird also irgendeine vergangene, aktuelle Situation aber bereinigt und das schließt sich gerade körperlich ab mit der Erkältung. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Die Fasane, auch ohne Bild, aber mit gutem Ton hoffentlich. Ja, danke, dass ich darf nochmal fragen. Das ist meine Frage. Also wenn ich durch diese Inkarnation, durch tausend Inkarnationen noch nicht erwachen werden, dann ist das möglich, dass meine Energieumfeld, die Schwingungen niedriger wird und dann im also andere Welt, das sogar im andere Zeit auch gehen, dass ich nicht als Mensch, anderer, sondern als andere Wesen, also das niedrige Schwungenergiefeld hat als Menschen. Danke. Also deine Frage ist, wenn du über mehrere Inkarnationen nicht erwacht bist, ob du dann eigentlich in eine andere Schule gehst, ne, als anderes Wesen inkarnierst. Genau. Ist das möglich? Ja. Dankeschön. Also jedes Wesen
wählt immer die Schule, die für seine Lebensabsicht gerade am hilfreichsten ist. Und hier in die Schule gehen wir eigentlich mit der Absicht, unsere eigene Vollkommenheit Schritt für Schritt praktisch zu erleben, weil wir sind vollkommenes, ewiges Sein, aber da zu Hause alles vollkommen ist, haben wir kein Gefühl für diese Vollkommenheit. Wir haben sie nicht erlebt. Und deswegen kommen wir hierher, um unsere eigene natürliche Vollkommenheit zu erleben, bis unser ganzes Leben ein vollkommener Ausdruck dieser natürlichen Vollkommenheit ist. Das ist die Absicht hier. Aber wenn ich eine andere Lebensabsicht habe, dann wähle ich, wie hier im Leben auch, eine entsprechend andere Schule, wo diese Lebensabsicht am besten zu verwirklichen ist. Und wenn Sie hier sind, dann ist es aber ein Zeichen dafür, dass Sie hier sind, dass Sie bewusst diese Schule gewählt haben, um hier die bewusste Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit zu machen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, wir sind auch schon fast mit der Stunde vorbei. Wir schauen mal, wie lange es noch stimmt. Regine sehe ich hier. Ja. Nochmal, ne? Ja. Ja, danke nochmal für die zweite Frage. Aber die brennt mir wirklich auf der Seele. Also wenn ich wirklich wahrnehme, dann brauche ich doch eigentlich gar keinen Arzt mehr, weil ich gar keine Krankheit mehr erschaffe. Herr Tepperwein, Sie sind doch Heilpraktiker. Wie steht das dann im Zusammenhang? Ja, Sie haben ja schon die Lösung gesagt. Wenn Sie wahrnehmen, wie viel Prozent der Menschen nehmen denn wahr? Die brauchen einen Arzt, einen Therapeuten, einen Rat, eine Hilfe. Die haben Fragen eben noch. Aber sobald sie sich der Grad ihres Erwachens so weit erhöht hat, dass sie eben in der Wahrnehmung sind, brauchen sie keinen Arzt mehr, keinen Therapeuten mehr. Aber sie sind deswegen nicht automatisch gesund, nur weil sie wahrnehmen. Sie nehmen nur wahr, was zu tun ist. Es ist dann immer noch zu tun. Okay, danke. Ja, vielen lieben Dank. Hat denn jemand von euch noch eine besondere Abschlussfrage, die das Ganze vielleicht nochmal so zum Ziel führt? Es sind ja nochmal Hände, aber einige waren schon. Ich nehme mal jemanden, der noch nicht war. Ich glaube, die Gisela war noch nicht, richtig? Kann das sein? Gisela, ja. Das Mikrofon anmachen. Ja. Ja. Ich grüße Sie, Herr Tepperwein, und alle im Chat. Und ich habe eine Frage bezüglich der Manifestation. Bedeutet denn manifestieren, ich gehe in eine andere Zeitlinie? Nein, Sie bleiben in dieser Zeitlinie, in dieser Realität. Sie verändern nur die Realität. Und das kann ein Ich nicht, dazu müssen Sie bei Bewusstsein sein, weil die Illusion kann die Wirklichkeit nicht verändern. Also kommen Sie zu Bewusstsein, dann können Sie manifestieren und dann können Sie, machen Sie das, was Jesus gemacht hat, etwas aus dem Nichts erschaffen. Sie haben eine Idee, was Ihr Leben bereichern würde, was stimmen würde für Ihr Leben und Sie nehmen das geistig in Besitz, machen es zum Teil ihres So-Seins und damit muss es zur Realität werden, denn alles, was in ihrem So-Sein enthalten ist, das ist ihr Lebensfilm und der muss auf der Leinwand Realität erscheinen. Das ist Manifestieren. Hat also nichts mit Zeitlinie zu tun? Nein. Aha, danke sehr. Ja, wunderbar, vielen Dank. Kurt, du sagst einfach, wie lange es für dich stimmt. Also es kommt schon... Jetzt haben wir noch eine Frage. Auch noch eine Frage. Es kann ja derjenige die Hand oben lassen, der eine ganz besonders schöne Abschlussfrage hat. Wollen wir das mal so machen? Spürt mal genau hin, dass wir da einen schönen Abschluss haben. Die Hände sind noch alle oben. Dann nehme ich jemanden, der noch nicht war. Nochmal, ich gucke mir das mal an. Katja, du warst noch nicht richtig. Ja. Nehmen wir dich mal. Katja, kannst du das Mikrofon anmachen? Ja, hallo. Jetzt. Und am besten ein bisschen stillhalten. Ja, mache ich. Guten Tag, Herr Tepperwein und alle anderen. Ich habe folgende Frage, und zwar hatte ich gestern ein
Streif und ich ziehe gerade um. Und mir geht es eigentlich in der letzten Zeit ziemlich gut und es stimmt alles und auch mit der neuen Wohnung, das hat alles geklappt. Und ich wollte gestern ein Bett abholen und habe dann quasi im geliehenen Transporter von meinen Nachbarn ein Auto gestreift. Ich bin jetzt gerade nicht so ganz klar noch nicht. Ich bin am Nachdenken. Kollision heißt ja Reibung. Aber welche Lektion will mir da das Leben jetzt geben? Weil ich habe jetzt einiges Finanzielle zu stemmen in der nächsten Zeit und das kommt jetzt eben noch dazu. Da komme ich jetzt gerade einfach nicht selber drauf und deshalb frage ich. Also die Frage in einem Satz war, du hast beim Umzug mit deinem Wagen einen anderen Wagen gestreift. Ne? Genau. Also und, wenn ich hinschaue und wahrnehme, es kann alles Mögliche sein, aber in diesem Fall ist ihre Lebenssituation erfordert erhöhte Achtsamkeit. Das heißt, Sie sollten jetzt auf Ihre gesamte Lebenssituation schauen und am besten ständig wahrnehmen, weil gerade einige Dinge in der Veränderung sind. Und da sollte das in die richtige Richtung gehen. Also Sie sollten jetzt die Weichen richtig stellen und dazu sollten Sie wirklich achtsam sein. Ja, okay, vielen Dank. Ja, genau so. Reibung und Achtsamkeit, ja, genau, das ist das. Und wenn es ein schöner Abschluss sein soll, kann ich vielleicht auch noch einen Erfolgsbericht sagen. Also ich habe mich auch mal schon wegen Hautproblemen am Fuß gemeldet und ich merke jetzt einfach, dass dieses Hautextrem am Abheilen ist, weil ich jetzt diesen Schritt gemacht habe. Also es ist auch mit einer Trennung jetzt leider halt von meinem Mann einhergegangen, aber ich denke, dass das eben in die Richtung geht und dass dann diese Achtsamkeit, da haben Sie recht. Vielen, vielen Dank, ja. So, noch eine allerletzte Frage. Ja, okay. Nehmen wir doch die Silvi. Silvi W. Hallo, alle Liebe miteinander. Vielleicht ist es wirklich eine Abschlussfrage, weil, was der Kurt gerade vorhin sagte, lieber Herr Tepperwein, bezüglich unsere Absicht auf dieser Erde ist, zur vollkommenen Bewusstheit zu kommen. Ja. Ist dann das, was wir so gerne als unsere Berufung bezeichnen, wie so eine Nebenbeschäftigung zu sehen? Nein, eine Berufung ist unsere Berufung. Das ist die Tätigkeit, der wir nachgehen. Das ist nicht die Lebensabsicht, sondern ein Teil der Lebensabsicht. Die Hauptabsicht ist, zu Bewusstsein zu kommen und die eigene Vollkommenheit bewusst zu erfahren. Auch in der Berufung natürlich, aber auch in der Beziehung, auch in der Gesundheit, auch in unserem Erfolg, auch in unserer finanziellen Situation, auch in unserem Glück und so weiter. Also auf allen Ebenen sollten wir Vollkommenheit erfahren können. Und Berufung ist ein Teil davon. Das heißt also, dass wir über die Berufung, die wir ausführen, auch diese Vollkommenheit, die wir, wenn wir sie in der Vollkommenheit ausführen, anderen das weitergeben dürfen, so zu sehen. Also die Berufung ist das, unser Tool, um das vollkommene Sein auch optimal weiterzugeben, damit andere in die Vollkommenheit kommen dürfen. Also wir helfen anderen am besten, indem wir ein Vorbild sind. Das heißt, wenn ich in Vollkommenheit zu kommen, das ist eine gute Abschlussfrage für alle, können wir gleich praktisch machen. Ja, zur Vollkommenheit zu kommen, das heißt, unsere Lebensabsicht hier zu erfüllen, ist mit einem Schritt erledigt. Wenn wir gerade diesen Schritt jetzt tun, können wir sofort machen, nämlich alles, was ich tue, so vollkommen wie möglich tun. Aus. Alles ab jetzt für immer. Das heißt also, im Moment sitzen ja die meisten. Also schaue ich einmal, nehme wahr, wie sitze ich gerade? Sitze ich gerade? Fühle ich mich wohl? Fühlt sich mein Körper wohl? Ich schaue mal beim Verstand rein. Was denkt der gerade? Macht er sich Sorgen über die Zukunft? Wie könnte ich denn Vollkommenheit noch vollkommener erfahren? Und so weiter. Ich nehme einfach wahr und tue das, was dann zu tun ist,
so vollkommen wie möglich. Und dann geschieht ein Wunder. Mein ganzes Leben wird allein dadurch immer vollkommener, weil mein So-Sein eben immer vollkommener wird. Und mein So-Sein ist ja der Lebensfilm, der meine Zukunft bestimmt. Damit bestelle ich ja das Schicksal beim Leben. Also könnte jeder ab jetzt sofort in der Vollkommenheit leben, in seiner möglichen Vollkommenheit, indem er alles, was er tut, so vollkommen wie möglich tut und erlebt dabei die Erfüllung seiner Lebensabsicht, nämlich die praktische Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Juhu! Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Kurt, für dein Wohlwollen, fürs gemeinsame Hinschauen. Es kommen schon ganz viele Herzen im Chat, ganz viel Dank. Den könnte ich jetzt gar nicht vorlesen. Also vielen Dank fürs gemeinsame Hinschauen. Danke, lieber Kurt. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. 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 Dankeschön. Tschüss.